Servus Leute, heute gibt es ein neues Rezept. Wir machen heute eine Low Carb Pizza. Das Besondere an der Pizza ist ja der Boden. Der besteht nämlich nicht aus Teig wie bei einer herkömmlichen Pizza, sondern aus Hackfleisch. Ja, was wir dazu noch brauchen zu dem Hackfleisch ist noch für den Boden ein Ei, dann 3 Esslöffel Weizenvollkornmehl. Für die Pizza brauchen wir dann noch eine einfache Tomatensoße, die ist wirklich ganz einfach herzustellen. Und als Topping, das ist natürlich individuell, das kann sich jeder so zusammenstellen, wie er das eben haben möchte, wie er seine Pizza eben am liebsten isst. Ich habe jetzt einmal Spinat genommen, Parmaschinken und als Käse fettarmer Mozzarella. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen das Hackfleisch, machen das in eine Schüssel und schlagen dazu ein Ei auf, geben das mit rein. Und tun dann noch 3 Esslöffel Vollkorn Weizenmehl dazu. Alternativ könnt ihr auch Haferflocken mit dazu tun, das geht auch. So, jetzt verkneten wir das Ganze mit unseren Händen, damit es ein Einheitsbrei sozusagen wird. Jetzt geben wir die Masse auf ein Backblech und formen das zu einer Art Pizzateig. Die Form könnt ihr variieren. Ich nehme jetzt hier die klassische runde Variante. Ihr könnt so schauen, dass es ca. 1 cm dick ist. Jetzt habe ich den Ofen schon vorgeheizt auf Ober-Unterhitze 200 Grad und da geben wir den Teig jetzt für 18 Minuten rein. Jetzt kümmern wir uns um die Soße. Damit nehme ich jetzt ganz normale passierte Tomaten, mache das in eine Schüssel und gebe dazu jetzt italienische Kräuter. Ihr könnt auch einfach nur Thymian oder Basilikum nehmen, könnt es auch natürlich frisch nehmen. Ich nehme jetzt hier die getrockneten Kräuter und dann kommt noch Salz und Pfeffer dazu. Das ein bisschen abschmecken und dann einfach verrühren. Und schon habt ihr im Endeffekt die Tomatensoße. So, die Pizza war jetzt lang genug im Ofen. Ihr könnt schauen, dass ihr das überflüssige Fett entfernt, das da ein bisschen raustropft. So, jetzt bestreichen wir das jetzt mit unserer Tomatensoße. Könnt ihr schön ruhig kräftig das drauflegen. Dann kommen wir zum Topping. Ich nehme jetzt hier frischer Spinat, habe den ein bisschen davor abgewaschen und lege den da jetzt drauf. Dann nehme ich Parmaschinken, kommt auch mit drauf. Könnt ihr ruhig dick belegen. Und als Käse habe ich mich jetzt für fettarmen Mozzarella entschieden. Ich finde, das passt echt perfekt dazu und hat auch nochmal schön viel Eiweiß. So, das kommt jetzt nochmal für ca. 8 bis 10 Minuten in den Ofen, damit der Käse schön schmilzt. Ja, und das war's im Endeffekt. Die Pizza ist fertig. Schmeckt echt super gut. Müsst ihr echt probieren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.